would never drop the ball. I know I make it look easy. Yo. Ihr merkt, ich bin noch ziemlich im Eskalationsmodus vom vergangenen Wochenende, denn dort hat Octagon 41 in Liberec stattgefunden und wir hatten sage und schreibe 9 Fights mit einem vorzeitigen Ende. Great. Wow! Von Cordero! Das glaube ich jetzt nicht! Richtig schön gemacht. Oh, Spinning Elbow und das hat direkt einen Cut geöffnet. Wow. Und Lopez geht runter. Zum Beispiel ein Knockout, bei dem einem schon schwindelig wird, wenn man ihn nur live gesehen hat. Wow. Wow. Harte Hand von Cordero. Das glaube ich jetzt nicht. Und knockt Kraska eiskalt aus. Der ist nämlich vergangenes Wochenende Jamie Cordero aus Bremen gelungen. Der hat das erste Mal den großen Schritt ins Mittelgewicht gewagt und hatte dort mit dem anderen Octagon-Challenge-Teilnehmer Andrei Raschka gleich mal eine richtig kernige Herausforderung. Ich habe ihn dann mal gefragt, wie zur Hölle er das gemacht hat. Er hat gesagt, er hat die Lücke in der Deckung einfach gesehen, zugeschlagen und dann war der Kampf vorbei. Der Kiefer von seinem Gegner hing anschließend hier irgendwo auf 7:30 und wir wünschen natürlich auch Andrei Raschka an dieser Stelle gute Besserung. Ich hoffe, dass er keine ernste Verletzung hat, dass er schnell wieder am Start ist. Wann dürfen wir dich wieder sehen? Also ich hätte auf jeden Fall Bock auf Oberhausen. Ich hoffe, Oberhausen hat auch Bock auf mich. Und was soll ich sagen, Leute? Mit so einem riesen Knockout wäre es echt eine Schande, wenn wir den nicht dort auf der Fightcard hätten, oder? Was meint ihr? Schreibt's auf jeden Fall mal in die Kommentare, gegen wen ihr Jamie Cordero als nächstes im Cage sehen möchtet. Ein erfolgreiches Octagon-Debüt ist dem gerade einmal 19-jährigen Regensburger Hafeni Nafuka gelungen. Er ist jetzt bei 3:0 bis zu dem Event gewesen und auch sein letzter Gegner bei Octagon hat gegen ihn einfach kein Land gesehen. Guillotine, Guillotine-Ansatz von Nafuka. Super, die Guillotine, er hat ihn. Und er kriegt den Ball und bringt ihn zum Tappen. Und somit steht er jetzt mit 4:0 am Start. Im Postfight-Interview hat er dann gleich mal das Mikrofon an sich nehmen wollen, um die Herzen der tschechischen Fans für sich zu gewinnen. Schöne Grüße an Regensburg, geht raus. Und natürlich an Liberec. I love you, Liberec. Make power, make power, yeah. Vielleicht sehen wir auch Nafuka bald bei Octagon 44 in Oberhausen. Ein weiterer Neuzugang, den wir bei Octagon im Schwergewicht hatten, ist der Stuttgarter Lazar Todev. Der Mann, der gebürtig aus Bulgarien stammt, hat die Schwergewichtsklasse bei Octagon jetzt fest im Visier. Denn er hat dort den Title-Contender für den Titelkampf gegen Hatef Moel um die Schwergewichtskrone einfach mal richtig sauber ausgeboxt. Der Kampf war super blutig, Balasch sah danach aus, als hätte er beim Paintball verloren, okay? Für alle Kickbox-Fans im MMA ist das ein absolut technischer Leckerbissen. Deswegen schaut euch die Kämpfe auf jeden Fall an, sobald sie hier bei YouTube hochgeladen werden. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich ganz nah am Titel bin. Aber wie gesagt, darüber will ich hier nicht mehr reden. Wir reden bald, auf jeden Fall. Zum Ende der Fightcard kam es zum lang ersehnten Showdown zwischen dem dänischen Bantamgewichtschampion Jonas Magath und dem Amerikaner Gustavo Lopez. Eigentlich wäre Gustavo Lopez der haushohe Favorit bei den Buchmachern gewesen, aber der MMA-Sport wäre ja bekanntlich nicht der MMA-Sport, wenn auch hier nicht wieder eine richtig heftige Sensation auf uns gewartet hätte. Wow! Harte Rechte von Magath, aber Lopez er schickt ihn runter! Lopez kam hoch, aber er ist immer noch angeklingelt. Er ist immer noch auf wackeligen Beinen. Und Lopez geht runter. Und Magath lockt ihn aus. Das der Kampf ist vorbei. Schön war auf jeden Fall trotzdem zu sehen, dass beide Kämpfer, obwohl sie sich ja vorher wochenlang medial so richtig zerschossen und denunziert haben, danach wieder in den Arm genommen und die Hand gegeben haben. Das zeigt auf jeden Fall großes Sportsmanship, richtig faires Verhalten und das unterstreicht natürlich nur die Person, die Jonas the Shark Magath ist. Und ich weiß nicht, wer diesen Mann jetzt in der Gewichtsklasse stoppen soll. Und auch der tschechische Terminator Carlos Vemola ist nach langer Pause wieder zurück. Sein Catchweight-Kampf gegen den Samoaner Almatavao hat er sogar in der ersten Runde mit einer Submission beenden können. Und jetzt hat Vemola die beste Position, um den Kampf zu finishen. Und da ist der Tap.
Wenn ihr mal den Weightcut-Prozess von Carlos Himola anschaut, dann ist das eine richtig, richtig fiese Tortur. Also was dieser Mann über sich ergehen lässt, um das Gewichtslimit zu packen, ist wirklich schon fast grenzwertig. Und das wohlgemerkt, obwohl er vor wenigen Wochen noch im Krankenhaus lag und die Ärzte sagten, er könnte vielleicht nie wieder kämpfen, okay? Das hält ihn aber nicht davon ab, dass er in knapp 4 Wochen gerade das nächste Mal in den Cage steigt. Jetzt macht er sich aber auf den Weg, um den Gürtel im Mittelgewicht gegen seinen Rivalen Patrick Kinzel zurückzuerobern. Die beiden haben nämlich 2018 schon mal miteinander gekämpft. Das bedeutet, dieses Rematch, was seit knapp 5 Jahren in the making ist, wird jetzt endlich ausgetragen und dann haben wir einen Undisputed Champion im Mittelgewicht. Entweder ihr kommt dort zu Besuch oder ihr schaut natürlich wieder zum Pay-Per-View auf Octagon.tv rein. Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb ihr dort einschalten solltet, denn auch dort laufen wieder die Kämpfe für den Tippsport Gamechanger weiter. Dort werden zum Beispiel der tschechische Nationalheld The Pink Panther, David Kosma, wieder zurück im Käfig sein, und zwar gegen den französischen Knockout-Artisten Alex Lohore. Oh, wow. Und auf der anderen Seite der Turnierspinne treffen sich Melvin van Zuidam gegen den Dänen Louis Glissmann. Und auch die beiden haben schon einmal gegeneinander gekämpft. Damals hat Glissmann gewonnen und deswegen möchte Melvin van Zuidam jetzt hier seine Revanche holen und seinen Einzug in den weiteren Turnierverlauf unterstreichen. Schauen wir also zum Abschluss mal noch auf die Fightcard am 29.04. in Bratislava. Das Ganze ist ja nur noch ein paar Tage hin, das findet schon nächste Woche statt. Und neben den deutschen Kämpfern und den österreichischen Kämpfern, die dort an den Start gehen, ist dort ja der Headliner bislang der Titelkampf zwischen Lozan Kater und Mate Sanikidze gewesen. Sanikidze hat jetzt aber leider vor wenigen Tagen ein Video veröffentlicht aus seinem Gym, wie er beim Ringen auf die Matte geworfen wurde und sich dabei schlimm verletzt hat. Er ist jetzt also erstmal raus aus seinem Titelkampf. Aber passt gut auf, wir haben einen richtig soliden Mann gefunden. Das war nämlich der Mann, gegen den Sanikidze um den Titel gekämpft hat. Und das ist der tschechische Rookie Jakub Tichota. Somit haben wir einen hochqualifizierten Ersatzgegner für den aktuellen Champion. Und die beiden werden es dann am 29.04. auskämpfen, wer sich Interims-Champion im Federgewicht nennen darf. Vielleicht macht Lozan Kater wieder das Rennen und wamst seinen Gegner einfach weg. Es wäre ihm jeden Fall zuzutrauen. Aber natürlich hat er das tschechische Talent Jakub Tichota da immer noch ein Wörtchen mitzureden. Und auch wenn der einigermaßen Short Notice in den Kampf kommt, solltet ihr auf jeden Fall auf einen wirklich starken Kämpfer gefasst sein. Denn der ist jemand, der ist immer im Training, der ist immer in Shape. Und ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass der am 29.04. in Bratislava Lozan Kater mal wirklich das Leben schwer machen wird. Was meint ihr zu dem Kampf? Schreibt es gerne mal runter in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr uns auch gerne mal in den anderen sozialen Netzwerken auscheckt und natürlich den Kanal abonniert. Denn dann verpasst ihr keine wöchentlichen Updates mehr zu euren Lieblingskämpfern. Bis nächste Woche, ich wünsche euch was. Ciao, euer Philipp.